Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zum neuen Angezockt. Diesmal Horizon Zero Dawn Remastered. Ich hatte es schon mal aufgenommen, aber ich hatte da leider etwas Tonprobleme. Also machen wir jetzt einfach nochmal neu. Wir können den Speicherstand von der PS4 importieren. Das habe ich auch gemacht. Es werden aber nicht, ich wiederhole, nicht die Trophäen freie schalten, die ihr auf der PS4-Version schon gemacht habt. Wie gesagt, ich habe schon gespielt, den Anfang, und ihr seht, ich habe gerade mal 4% an Trophäen. Ich habe noch keine Platin. Im Vergleich zum Original. Na, wo ist es denn? Ja, eigentlich sollte das hier jetzt angezeigt werden. Das ist sehr kurios. Also, vorgestern wurde es mir noch angezeigt. Verstehe ich nicht. Ach so. Entschuldigung, ist das Artbook. Entschuldigung. Hier ist die PS5-Version. Hier. So, da. Entschuldigung. Ich habe Platin 100%. In Frozen Wilds habe ich fast alles. Da fehlt mir nur noch eine Trophäe. Das werde ich vielleicht auch noch machen. Und hier fehlt mir halt erste Speermodifikation habe ich und dann. Ja. Hier so ein paar fehlen mir da noch im neuen Land. Und neues Spiel Plus habe ich ja gar nicht erst angefangen, habe ich ja nicht gemacht. So. Also starten wir mal ein neues Spiel. Ich könnte auch fortsetzen machen. Okay, machen wir, oder? Machen wir fortsetzen. Wir machen ein neues Spiel Plus. Story einfach normal. Schwer, sehr schwer, ultra schwer. Härteres Kampfergebnis, weil Mut und Schaden auch nicht. Wir machen normal. Also wenn ihr nur an der schnellen Platin interessiert seid, spart euch die 10 Euro. Wenn ihr halt einfach aus Spaß nochmal spielen wollt mit einer geilen Qualität, dann greift zu. Ein paar Tipps noch von mir vorweg, bevor wir anfangen. Für euch, wenn ihr das spielt, in den Einstellungen könnt ihr bestimmte Sachen einstellen. Das gucken wir uns auch gleich an. Auch damit ihr schneller sammelt oder im Vorbeigehen sammelt. Weil ihr braucht viel, viel Holz für die Pfeile und hast nicht gesehen. Da ist es lohnenswert, wenn man das einstellt, dass es automatisch sammelt. Weil es kann nervig sein, wenn gerade eng ist und man verfolgt wird und man braucht gerade ein paar Pfeile und dann hockt sie sich hin, macht das ab und dann hat sie das eingesammelt und dann kann man erst Pfeile herstellen. So läuft man durch die Stöcker durch. Das sind so komische Büsche, zeige euch dann noch. Und dann sammelt sie das automatisch ein. Zweite Tipp, den ich euch gebe, bevor ihr überhaupt anfangt. Ihr habt zweimal die Möglichkeit, in den Mutterberg zu kommen. Das ist, werdet ihr da gleich alles sehen. Einmal am Anfang und einmal kurz vor Ende der Story. Ich empfehle euch gleich am Anfang, wir machen ja jetzt hier das Tutorial sozusagen, also der Einstieg, und ihr das erste Mal im Mutterberg seid, zeige ich euch gleich, wo ihr eine Batterie holen könnt.
die ist entscheidend und sehr wichtig für eine versteckte Rüstung, die im ersten Teil der Landkarte ist, die ihr aber nicht bekommt. Weil ihr braucht 5 Batterien, um an diese Rüstung zu kommen. Und die sind über die Karte verstreut, außer im DLC-Bereich. Das zeige ich euch auch gleich auf der Landkarte. Und wenn ihr da schon alles habt, weil ihr fleißig erforscht habt, aber halt wenig Story gemacht habt, zum Beispiel, könnt ihr diese Rüstung nicht holen. Die hat so ein Panzer, hat die, also so ein Energiefeld um euch, weil euch die Batterie vom Anfang fehlt. Da müsst ihr erst die Story soweit machen, damit ihr da wieder in den Mutterberg kommt. Um das vorzubeugen, gebe ich euch den Tipp, holt euch die am Anfang, ich werde es euch auch gleich zeigen, wo die zu finden ist. Es lohnt sich auch wirklich, alles mitzunehmen. Also, ihr habt verschiedene Sammelobjekte. Banuk-Figuren. Oh Gott, was noch? Aussichtspunkte und so was alles. Es lohnt sich wirklich, diese mitzumachen. Für Hintergrundinformationen und für die Story. Die Story ist wirklich episch. Also sie ist mega geil. Und ich finde schön, dass eigentlich ein Remaster davon gekommen ist. Für die Leute, die es halt noch nicht gespielt haben, auf jeden Fall Remaster zugreifen. Für die Leute, die am Überlegen sind, nochmal durchzuspielen, holt euch die Remastered-Version. Ich gebe euch aber den Tipp, wenn euch euer Zeug lieb ist, also nicht so wichtig ist, ja, fangt von vorne an, weil ihr könnt die Trophäen nicht übernehmen. Wie gesagt, und es gibt ja auch Trophäen für, wenn man die Beutel vervollständigt und hast du nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie es hier gelöst ist, weil diese Sachen kann man ja nicht machen. Es gibt auch eine Trophäe für Level 50. Diese kann ich ja auch nicht mehr machen. Ich bin ja schon Level 58. Ich weiß nicht, wie das Spiel das löst, ob wenn ich jetzt 59 werde oder was weiß ich. Oder bei irgendeiner Story, wo man dann halt bestimmt weit sein muss, dass man diese Trophäen auslösen kann. Wenn nicht, habt ihr mit Neues Spiel Plus natürlich die A-Karte. Ich weiß nicht, wie Sony oder Guerrilla Games das gelöst hat. Ich glaube nicht, dass sie das so gemacht haben, dass man diese denn gar nicht bekommen kann. Aber man muss mal gucken. Das ist übrigens die Rüstung, die ich meine. Grafik sieht echt geil aus. Wo ist der? 2 Tage vor der Erprobung und er geht ohne mich weg? Das sieht ihm gar nicht ähnlich. So, hier haben wir Tutorial, die Sachen, die wir machen sollen. Er gibt dann halt EP. So, aktiv. Haupt. So können wir jetzt halt praktisch Finder Rust machen, aber wir können halt auch hier unten erstmal diese abschließen. So. Und nochmal Touchpad und wir sind wieder drin. So, Fähigkeiten habe ich natürlich alles freigeschalten. Ich bin jetzt Stufe 57 durch das DLC. Ich weiß, ich habe 3 Punkte. Achso, ich kann ja Punkte noch einlösen. Ha. Kann ich noch gar nicht erlernen, das ist ausgegraut. Na, vielleicht dann nach dem Tutorial. Mal gucken. So, das sind meine Waffen, die ich habe und meine Outfits. Müssen wir mal anpassen. Was habe ich denn überhaupt reingepackt? Den Bogen, der hat 91 und Feuerschaden. Feuerschaden ist immer gut. Aber ich will einen anderen Bogen. 95, 8, ne? Ja, aber
den Bogen. Der macht natürlich hier auch richtig fett Schaden. 177. Aber mit Feuer ist immer ganz gut. So. Was haben wir denn noch drin? Dann haben wir den Granatwerfer rein. Das haben wir auch. Eigentlich wollte das auch gar nicht mal so schlecht, dass wenn ich das reinmache. So. Spezialobjekte. Diesen Gutschein einen beliebigen Händler, um besondere Bonusgegenstände zu erhalten. Gibt diesen Gegenstand einen beliebigen Händler? Na, das klingt doch schon mal gut. Das ist. Ein beliebiger Händler, um besondere Bonusgegenstände zu erhalten. Das ist doch. Sieht doch ganz gut aus, wenn man da Bonusgegenstände kriegt. Das könnte vielleicht sein, dass man dadurch diese Sammeldinger-Quests für Beutel voll machen und so, dass man das dadurch umgeht. Inventar ist hier voll. Ich bin bei 118 von 120. Ja, ich muss mal meine Tränke und so auch mal wieder nachfüllen. Outfits. Ja, und das heißt Schildweberin. Ja, und dann, die sind aus dem DLC. Ich glaube, das hier war auch, weil ich das erweiterte Pack hatte für die, also nicht die normale Version, sondern Deluxe oder so. So, Waffen herstellen. So. Hier sind die ganzen Beutel, die man herstellen kann. Und die, oh, den habe ich auch noch nicht mal voll. Upgrade. Nicht möglich, du besitzt die erforderlichen Rohstoffe nicht. Achso, ich brauche dann noch reichhaltiges Fleisch. Da habe ich gerade noch Beutel, die noch nicht voll sind. Und fettes Fleisch. So, das ist jetzt die Karte. Ich zoome mal kurz raus. Das ist praktisch das Anfangsgebiet. Lagerfeuer sind Schnellreisepunkte und Speicherpunkte. Da gebe ich euch auch den Tipp, bevor, wenn ihr das Spiel anfangt, so wie wir jetzt nach dem Tutorial, habt ihr die Möglichkeit, bevor ihr das Land verlasst, was dann hier sein wird, warte mal, ich muss mal nachgucken. Ja, das ist hier, wo das Tor ist, Haupttor. Da befindet sich denn hier vor ein Händler. Sprecht den an, macht hier ruhig alles, sammelt hier alles weg, hier an Tieren und hier könnt ihr den Plünderer und Lagerfeuer und ein bisschen Wild und alle Lagerfeuer hier anmachen und alles abklappern. Tobt euch hier erstmal aus und hier ist auch noch was. Tobt euch hier erstmal aus und sammelt genug Rohstoffe, um bei diesem Händler hier das goldene Lagerfeuer, ein goldenes Schnellreisepaket zu kaufen. Weil ein Schnellreisepaket kann man auch so kaufen, geht dann aber irgendwann in die Ressourcen. Kostet viele Ressourcen, wenn er immer wieder ein neues Schnellreisepaket kauft.
Und so habt ihr einmal das Goldene geholt, was ein bisschen teurer ist und verbraucht aber nur ein paar Ressourcen, um halt eine Schnellreise zu machen. Das ist später von Nützen, wenn ihr denn hier unten seid, sagen wir mal hier, und aber hier hoch müsst oder ganz hier zum Anfang müsst, weil oder ihr wollt die Yachtmission machen und dann wollt schnell hin teleportieren von hier nach hier, nach hier, nach hier, nach hier, hier oben nicht. Ab hier ist dann, das hier oben ist alles DLC-Gebiet. Das können wir natürlich jetzt logischerweise schon bereisen, aber das ist DLC. Das ist halt hier auch mit bei. Ja? So. Nehme ich auch eine Trophäe, wenn man diese umschmeißt, alle kaputt macht. Hier ist ein Lagerfeuer. So, schnell speichern und wir haben auch manuell speichern drin. So, hier sind eins, zwei, drei. Das ist Nummer 4. Nummer 5. Gut, jetzt haben wir die 7 fertig. Und 8 oder 9, ich oder nur 8. Wir wollten doch heute jagen gehen. Findet da denn, wenn der Tutorial vorbei ist? Ich habe mir auch die Videosequenzen schon angeguckt. So, hier seht ihr das. Und das müsste man dann halt so sammeln. Zack. Machen wir dann Einstellungen. Quatsch. Einstellungen. Einstellungen. Allgemein. So, jetzt muss ich mal kurz gucken, wo das hier war. Steuerung, Barrierefreiheit. War das bei Allgemein mit drin? Co-Pilot aus. Und zwei Controller. Kopfschmuck, ein. Fokus, Standard, Maske, keiner. Wegpunkte. Also manuell aus. Bereit bist, während den Tipps anzeigen, angezeigt werden. Das Spiel wird automatisch. Hier war das nicht. Was hier drin bei Barrierefreiheit? Ach, da plündern. So. Wähle aus, ob du mit uns gedrückt oder ein- und ausfällt, hast du plündern. Halten. Benutzer definiert. Zielhilfe ein. So, docken ein, aushalten, sprinten. Zielhilfe ein, automatisch sprinten aus. Automatisch sprinten ein. Also alle Einstellungen hat er nicht übernommen. Ja, ich muss noch mal gucken, wo das jetzt war. Das dauert jetzt so lange. Links, rechts, Trigger, Bewegung, Kamera, Musik. Musik machen wir mal ein Stück runter. Dialog. Effekte, Audiomix, Tinnitusgeräusche, Untertitel könnt ihr auch anpassen, das ist auch sehr geil. Und den Hintergrund könnt ihr auch hinmachen. So,
Grafik, Auflösung bevorzugt. Bevorzugt eine hohe Wiedergabegenauigkeit bei niedriger Bildfrequenz. Leistung bevorzugt eine höhere Bildfrequenz bei niedriger Wiedergabe. Ausgewogen. Ausgewogen zwischen Leistung. Nee, ich lasse weiterhin Auflösung. Weil ich möchte lieber eine gute Auflösung. Ob 30 oder 60 FPS, es spielt bei mir hier keine Rolle. Audio. Steuerung. Wähle aus, ob du mittels gedrückt halten oder Ein-Ausschalt-Taste plünderst. Gucken wir mal, wie das ist. Das ist jetzt Dreieck, okay. Steuerung. Nee, war vorher auch Dreieck. Eigentlich kannst du das. Ich bin jetzt gerade echt. Dialog. Das konnte man hier irgendwo einstellen. Auto sammeln. Oder hat das jetzt schneller geht? Muss ich noch mal gucken. Scheißegal. Was macht er hier oben? Er steht da einfach nur rum. Was ist mit ihm los? Ich habe extra auch noch mal, wie gesagt, die ältere Version runtergeladen. Dass ich mir das alles noch mal angucken kann. Hab das auch noch mal gespielt. Und die Unterschiede sind schon echt krass. Einige Stellen hier, wo wir jetzt langlaufen, war so ein bisschen heller und in der Landschaft war so ein bisschen neblig. Aloy, du weil die PS4 hier. Pro ja auch nicht so viel leisten konnte, so wie das jetzt. Und wenn ihr das jetzt so guckt, sie sieht fast aus wie im aktuellen. Also da haben sie ordentlich an der Grafikschraube gemacht. Was ich aber festgestellt habe, vielleicht seht ihr das jetzt hier auch ab und zu. In den Videosequenzen, ich will halt nicht so viel spoilern. In den Videosequenzen, manche Videosequenzen sehen sehr geil aus, manche haben aber kleine Fehler, dass zum Beispiel bei Ross, wenn er redet, im Mund aussieht, als wenn er eine LED hat, weil es innen drin irgendwie hellblau leuchtet oder so. Oder halt auch so ein bisschen Kantenflimmern und so. Aber das ist halt auch nicht bei jedem Video. Es gibt welche, also Zwischensequenzen, die sind gut. Manche sind dann halt so. Ist jetzt nicht so gravierend, dass ich sage, oh Gottes Willen. Aber es sind halt so Sachen, die auffallen. Wolltest du allein sein? Nein. Wir müssen reden. Ich habe über dein Training nachgedacht, Aloy. Aber ich fürchte, eine Leck willst du. Ich will aber auch nicht so viel spoilern, deswegen machen wir das mal alles hier weg. Hinab. Feuerpfeile. Wenn du die Teile hast, treffen. Obwohl es halt ziemlich alt ist. Wir uns hier. Ich besorge die. Hey Leute, dann so. Das klingt Geheimnis. Ich hab was ich wollte. Oh fuck. Oh. Und tot. Was macht die Ich hab mir aus Versehen gedreht, weil ich zu schnell gedrückt habe beim. Oder immer zu viel gedrückt habe beim Skippen.
Ach so. Müssen wir mal gucken, dass wir hier noch alles nochmal herstellen, was wir brauchen. Da soll nicht irgendwie ein Bedrängnis kommen. Feierrecht erstmal aus, der frisst weniger Ressourcen. Würde ich euch auch empfehlen. So, ich müsste ja mal wir können sie mich jetzt hier frei bewegen. Wir wollen aber Quest. Wir machen erstmal die Hauptquest weiter. Tutorial brauchen wir nicht. Strauß. Gott, wie war denn das jetzt gleich wieder noch? Da ist er. Reichhaltiges Fleisch, ja. Und ganz schön hart. Haben wir doch. Aber das kenne ich ja. Ach, er hat 3 Watt. Stein voll. Seht ihr das? Immer wieder mal den Fokus machen. So, habt ihr gesehen? Das ist halt, weil ich hochgelevelt bin. Normalerweise sind die nicht mit am Anfang gleich mit einem Pfeil weg. Falscher Knopf. Bitte! Wäre nicht faszinierend, wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden. Willst du nicht helfen? Wo bist du denn? Bitte, du musst mir helfen. Du redest mit einer Ausgestoßenen? Ich brauche Hilfe. Da ist mir alles egal. Wo liegt denn das Problem? Ich bin nicht. Ich tue, was ich kann für deine. Bring sie in Sicherheit. Die Schrift sieht auch, wenn ich mich recht erinnere jetzt, die ist ein bisschen heller.
mal oben rüber. Na, Schalter zu nehmen. Und immer Ressourcen mitnehmen, das ist auch ganz wichtig, weil die braucht ihr für die... Deswegen immer schön den Beutel, sobald ihr den verbessern könnt, Beutel verbessern, damit ihr mehr mitnehmen könnt. Weil alles, was ihr hier herstellt, also Pfeile, alles drum und dran, alles braucht Ressourcen von irgendwelchen Robotern. Was immer sie da jagen, das ist wohl schwer zu erlegen. Ah, hier ist was. Achso, die Mission hat gar nicht angenommen. Okay. Du bist hier. Hast du die Feuerpfeile? Hab ich. Das erfährst du früh genug. Wir. Es dauert. Gut. Ja, wir wollen uns hier schnell beeilen. Das lasse ich aber mal kurz laufen. Da könnt ihr mal ein bisschen sehen, wie geil die Grafik ist. Das Holztor sieht jetzt viel besser aus. Auch Lichteffekte sind viel besser geworden. Und die Sicht natürlich, also. Ne? Man öffnet Ausgestoßenen? Manche Verbannte waren zuvor ehrbar. So viel zum Stammesgesetz. Ich sprach mit niemandem. Jetzt müssen wir beide still sein, denn wir sind außerhalb des Beckens. Dies ist die wahre Wildnis, Aloy. Voller Gefahren, die du noch gar nicht kennst. Diese Leiche, was für eine Bestie war das? Der Stamm nennt sie Sägezähne und sie sind etwas Neues. Etwas Wütendes. Seit sie vor 10 Jahren aufgetaucht sind, haben sie viele Krieger getötet. Oh, ja. Also Truthähne brauche ich dann noch. Folge dem Pfad. Sind auch immer wieder andere Sachen, wenn ihr denn den Beutel freigeschalten habt, mit weiß ich welchen Teilen, auf einmal braucht er dann halt für die nächste Stufe was ganz anderes. Die Art Maschine, die du... Ein Wächterkadaver. Ich hol mir die Teile. Achte auf die Umgebung. Na, ihr seht das auch mal mit dem Lagerfeuer, den satten Grün. Und man kann halt auch viel weiter jetzt rausgucken. Da hinten wird es ein bisschen neblig, ja klar. Aber ja, vorher war es vorher hier schon ein bisschen, also Sichtfeld war ein bisschen eingeschränkt. Jetzt ist es nicht mehr weit. Warum sind wir heute die Einzigen hier draußen? Warum jagen die Stammeskrieger nicht diese Maschine? Das haben sie. Die Leichen hier sind ihr Werk. Und morgen werden sie wieder jagen. Das müssen sie nicht mehr. Die Maschine ist meine Beute. Oder dein Tod, wenn du nicht aufpasst. Eine Holzhütte, zerstört von Sägezähnen? Wie viele... Er darf mich nicht sehen. Jetzt müssen wir den Sägezahn ausschalten, da ist er. Schleichen. Mal sehen, Hoppala. Wo kann ich meine Fallen aufstellen? Ich soll Fallen aufstellen, aber... Der ist für mich jetzt in meinem Zustand überhaupt kein Problem. Wir nehmen... Was nehmen wir denn da? Das.
kann ihn natürlich auch scannen und sieht dann die Schwachstellen. Ich bin Mist entdeckt. So. Und jede Maschine hat natürlich auch andere Schwachstellen. Achso, jetzt muss ich erstmal gucken. Quatsch. Inventar. Rohstoffe. So, da wart. Dann nehmen wir jetzt einfach mal, weil wir voll sind. Platz. Holz kriegen wir schnell. So, dann ist die Mission noch beendet. Es dämmert. Hier seht ihr dann auch den Mann mit den Lichteffekten. Als Ausgestoßene sein. Nutze die Zeit und konzentriere dich auf das, was kommt. Wenn es für dich Zeit wird, nach Mutterherz zu gehen, warte ich am Wegesrand auf dich. Dann sehen wir uns in Mutterherz. Werden wir. Ja, so seht ihr, das sieht richtig geil aus. Aber es gibt auch Charaktere, das werdet ihr da gleich sehen. Wir machen gleich die Prüfung. Da sieht das, daran kann ich mich nicht erinnern, dass der so hell im Gesicht aussah. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, wo sind wir denn? Wir sind hier, wir müssen hierher. Dahin will ich erstmal. Habe ich denn hier mein Reittier schon noch drin? Nee, muss ich auch erst wieder freischalten, so wie es aussieht. Naja. Ja, Flitzebogen. Und das ist nämlich auch ganz wichtig, dass ihr immer wieder mal scannt. Wegen den Wildtieren. Ihr braucht. Braucht viel von den Ressourcen, um die Beutel zu erweitern. Und manche Fleischarten oder manche ist halt echt blöde, wenn ihr zum Beispiel vom Wildschwein platt macht und ihr braucht einen Wildschweinzahn und ihr kriegt aber dann nur Haut oder Fleisch oder was weiß ich, dann ist das schon echt doof. So, hier ist das Feuer, das machen wir mal an. Urmutter, halte meinen Vater ich in deiner Erinnerung. Ich gebe mich nicht mit ihresgleichen ab. Über seinen Heldenmut. So, und jetzt müssen wir mal gucken, wo war das? War das der oder der Händler? Ich glaube, das war beim Händler. Ich bin mir nämlich nicht mehr so sicher. Was war denn das? Ja, da sind sie. Da ist ja zum Beispiel ein Wildschwein. Zack. So. Da kriegen wir Haut, rohes Fleisch, fettes Fleisch und Knochen. Das hält sich eine Weile. So, wo waren denn die anderen Dinger? Da gibt es nämlich einige. Von den Figuren. Und dann gibt man so eine Trophäe. Thank you.
ist ein Tor, hier erkennt er ja. Da sind wir eben durch. Und hier sind wir dann wieder raus. Hier kommen wir dann nachher auch wieder weiter. Und dann können wir mal eine Schnellreise machen. Wir sollen jetzt hier hoch. Das Lagerfeuer haben wir frei. Und dann machen wir jetzt einfach eine Reise. Bestätigen. So, dann sind wir hier. Hoppala. Weiter gucken. Wir müssen hier hin. War nicht hier vorne auch irgendwo noch ein Händler? Als Kind fiel mir das irgendwie leichter. Aloy, so, es ist Zeit. Bist du bereit? Ja, denke schon. Es ist... Du warst noch niemals so... Aus der Nähe. Bald wird alles von... Ich weiß. Suche nach Erzmutter Tieten. Ich bin... Ihr habt doch viele Sachen, ich die ihr dann... nicht da sein, Aloy. Die auswählen könnt und zusätzlich anhören könnt. Ich vereinfache das nur jetzt schnell. Nimm das. Als Andenken. Na, da war ich gut traurig, wo ich das erste Mal gespielt habe. Warum redest du, als ob wir uns nie wiedersehen? Nein. Nein! Dein Platz ist beim Stamm. Ich bleibe ein Ausgestoßener. Aber du weißt doch, es gibt eine Lösung. Ich komme heimlich zu dir. Ich breche damit das Gesetz, nicht du. Du musst ja nicht mehr mit mir reden. Diese Verbindung zu mir steht dir nur im Weg. Es ist mein Wunsch, dass du beim Stamm bleibst. Du warst schon viel zu lange isoliert. Nein, bis jetzt nicht. Es muss... Ja, dann kürzen wir mal ab. Also was er da auswählt, könnte er machen. Das hat auch eigentlich nicht so wirklich eine Auswirkung auf später. Wie konnte er das nur tun? Ausgerechnet heute. Ich muss mich auf die Erprobung konzentrieren. Hier seht ihr mal das Feuer. Nochmal Wasser angucken. Steuerung hoch. Sehr geil. Du kehrst um, Ausgestoßene. Oder blutest. Deine Wahl. So ein Arschloch. Platz da! Platz da! Krieger, lasst sie durch. Sie ist hier willkommen. Mutterherz steht hier offen, mein Kind. Komm. Glaub mir, die meisten Nora sind nicht so wie diese Idioten. Du bist hier, Sir? Wer sollte ich sonst sein? Komm jetzt mit. Ich warte schon lange auf diesen Tag. Muss nur meinen Kopfhörer. Ach ja? Entwirren. Ja. Aber im Moment habe ich leider zu tun. Ich muss heute noch andere Fremde beschützen. Du, was? Einige fremde Stammesgesandte, die Karja, wollen sich die Erprobung ansehen. Und oh, wie die Nora die Karja hassen. Karja? Doch, das ist mein Problem. Wir reden später noch. Und bis dahin genieße das Fest. Oh, nimm den Weg rechts entlang. Dort ist ein alter Freund, der sich sehr auf dich freut. Aber ich kenne hier niemanden. Sag ihm das doch mal. Wir reden später weiter. Die Göttin schütze dich. Was ist hier nur los? Als meine Mutter so war, war die Erprobung eine viel ernstere Veranstaltung. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier ist der Händler. Mutterherz. Ich will was Neues sehen. Aloy! Du bist es, oder? Du bist Aloy. Nee. Bist du? Tepp ist mein Name. Ich hab, wie du siehst, und ich hab... Was soll das? Kosten da. Okay. Jede Na gut, du wirst sie leicht erkennen. Hier ist er. Deshalb, es wird... Ich sollte so wahrscheinlich aufstehen, aber... Kann man sich hier hinsetzen und mit angucken?
Am geilsten fand, wo ich hier das erste Mal gespielt habe, nee, da müssen wir noch ein Stück weiter. Komm da runter! Ja, das fand ich lustig. Du bist schon betrunken! Musst du auch noch auf Häuser klettern? Was für ein Idiot. Jedes Jahr das gleich. Jedes Jahr. Nächstes geht er nicht auf einen Fliegerfahrer. Der Beste? Jack, jawohl. Was für ein Idiot. Jedes Jahr das gleich. Jedes Jahr. Da ist es. Denn ihr müsst diese Geschichte erzählen, nee, hier ist es. Wenn ich nicht mehr bin. Am Anfang kam alles Leben von der Urmutter. Menschen, Maschinen. Das kann ich euch echt nur empfehlen, wenn ihr denn das Spiel erste Mal spielt oder allgemein spielt. Sie lebten friedlich nebeneinander. Setzt euch hier hin und hört dann in Ruhe zu, damit ihr die Hintergrundinformationen noch ein bisschen auffasst. Obwohl sie von ihrer Fülle lebten. Hey Leute, hier drüben. Karst, was machst du hier? Vorsicht, tu so, als ob du... Wie könnte ich's vergessen? Seid einige... Also, tja, so. Ich werde sie nicht vorbar ein... Handeln. Okay. Was haben wir denn hier? Banuk, Bogenkiste, Banuk, Eisenkiste. Kaufen wir mal. Ich kauf mal alles, was wir hier kriegen. So, was haben wir hier noch? Munition. Brauchen wir nicht. Ah ja, hier. Inventar voll. Inventar voll. Inventar voll. Rohstoffe, Outfits. Ist doch schön, dass man sich die hier ankicken kann, dann halt, bevor man da irgendwas wild kauft. Das habe ich ja. Und die kann man dann halt, sieht man halt bei Modifikationen, dass da diese. Ja, Viereck im Viereck, ne? Verschlungene Viereck mit verschlungene Viereck. Das heißt, dass man da halt eine Modifikation draufpacken kann. Und dann sieht man hier auch die Werte. Das hat von allem was. Das hat 10, das plus 10, dass man halt unsichtbar, also nicht so schnell gesehen wird. Jagd und 4 plus 20. So, hier sind dann alle Waffen. Aber mein Waffenbeutel ist voll. So, verkaufen. Oh, hier ist mein Waffenbeutel. Ja, da muss ich dann auch mal gucken, dass ich halt das grüne Zeug hier nochmal rausdonner. Aber das frisst halt nicht so viel Ressourcen, wenn man damit macht. Wenn ich jetzt hier sehe, da, der macht 150. Und der 300 noch was. Und hier haben wir dann so ja drei Sachen. Und hier unten der 349. Aber auch nur, also 349 nur, weil ich halt die Mods darauf gepackt habe. Ja. Da seht ihr hier 150, 175 und die kann man dann hochpolken. Ja. Kriegsbogen. Verkaufen. Verkauft das jetzt mal alles hier, das grüne Zeug. So, dann habe
ich auch ein bisschen Platz, dass ich dann wieder was Neues mir holen kann. Rohstoff habe ich hier noch, was ich verkaufen kann. Ja, Wildschweinfleisch und Ratte und ach, alles Mögliche. Aber die würde ich euch sagen, am Anfang würde ich euch raten, nur im äußersten Notfall Sachen verkaufen. Nur wenn es wirklich nicht anders geht, ihr keinen Platz habt oder so, verkaufen, weil ihr braucht sämtliche Ressourcen hier, Fleisch, Federn, was weiß ich, für irgendwelche Beutel zum Herstellen oder verbessern. Und wenn da jetzt steht, ihr habt jetzt nichts mit Fuchs zum Beispiel, sagt er, ach, ich habe hier 10 Fuchsfleisch, brauche ich ja nicht, für was denn auch. Beutel sind fast alle fertig, einer noch oder so. Und auf zack, kommt auf einmal hier, brauchst Fuchsfleisch. So ging es mir nämlich auch und da muss man dann halt doppelt dreifach suchen. Deswegen, was euch in den Weg kommt, jagt es und behaltet es im Beutel. Und die erste Verbesserung mitunter, die erste besser gesagt, sind die Beutel, Inventarbeutel, dass ihr umso mehr mitschleppen könnt. So. Also gut, Zeit zu gehen. Viel Glück, Mo. So. Sind die Kader gekommen, um sich zu entschuldigen. Ich werde Ihnen diese Chance nicht verweigern. Also, mal überspringen. Der hat einen Fokus. Ich will euch halt nicht zu viel spoilern. Ich sollte einen Fokus scannen machen und dieses Mal ist Erzmutter Tirsa zu weit gegangen. Was bedeutet das? Er trägt einen Fokus. Du bist der Einzige, bei dem ich je... Was? Das... Was ist... Warte! Nein, sein Name. Gehen wir mal schnell weg. Was weißt du? Ist der wenn er nicht mich kennt? Ich... Ja, ich meine... Das war nicht der... Ich dachte... Sie und... Nein. Sollen wir etwa vergessen, was die Karte unserem Stamm angetan haben? Wir wollen uns nicht so... Für euch nicht zu viel spoilern. Wie soll ich mich amüsieren? Und ich bete, dass nach unten muss ich... Da ist ein Händler und da ist ein Händler. Jagdbedarf. Achso, bei dem waren wir. Haben wir hier noch einen Händler? Unsere Geschichte ist unvergessen. Wir vergessen. Jetzt hört genau zu. Denn ihr müsst diese Geschichte erzählen, wenn ich nicht mehr bin. Komm da runter! Sofort! Oh, das könnte dir so passen, was? Dass ich runterfalle! Oh. Hallo Aloy. Outfits. Kein Anrat. Schatzkisten. Nehmen wir mit. Zurückkaufen. Sachen verkaufen wollen wir nicht. Die Göttin möge dich schützen. Alles Gute. Halt vielleicht, weil wir noch im Tutorial sind. Lagerfeuer. Schnell speichern. Lagerfeuer anmachen ist immer schnell speichern. So. Ich wünschte, wir könnten jeden Abend zur Feier. Nicht nur zu besuchen. Wir beginnen mit der Segnung, wenn alle Aspiranten da sind. Ho! Angst. Steine. Wenn. Aloy, dein Platz ist gleich hier. Das da ist dein Gebetslicht. Es ist mein Geschenk. Mein Wecker, darf essen. Ladestation mal hier, dass ich lade. Das ist gleich aus. Ich nehme wie immer für was. Frost zu Ehren. Alle. So, das ist doch ein schöner Moment, aber ich will halt nicht zu viel spoilern. Halt. Ich möchte ihn einiges fragen. Da. Da ist Olin. Hallo, Olin. Und ihr seht, es leuchtet schon rot bei ihm. Du weißt ihn von Erend. Warum hast du dich von... Muss dieses bei uns blau. Ich mir nicht dauernd auf. Ich will aber nicht, dass ihr...
Ehrenbünde. Du bist. Ich bin. Schnell. Aus. In einer Stadt. Ich hab. Wenn du auch. Als wir vor. Er hat mir. Du bist. Bezicht. Nur die, die mir. Feuer. Ja. Ich verstehe. Wir halt nicht so viel spoilern. Vielleicht sind die Kater gekommen, um sich zu entschuldigen. Ich werde ihnen diese Chance sicher nicht verweigern. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ach, nach unten müssen wir. Was für ein Talent. Eine Gabe der Urmutter. Jetzt abends finde ich es immer eigentlich am schönsten hier mit den ganzen Lampen. Achso, ich muss ja jetzt mal pennen hier. Stimmt ja. Na, jetzt mal mit dem anquatschen. Jetzt mal mit dem anlegen. Du musst immer aus. Ich denke, ich. Aber ich schätze, ich habe. Du wirst. Bist du ent. Dann halt mit ihr quatschen. Hast du gut gemacht. Ich auch. Aber sehr erfreut. Und jetzt. Dein Bett steht da. Okay. So, und dann ins Bettchen. Es hat durchaus Charme. Wird gemütlich nach deiner Aufnahme. Das ist das Problem. Ich glaube, das wird klappen. Wirklich. Ruh dich aus. Ja. Das lasse ich jetzt mal laufen. Da sieht, weil da quatschen sie nicht, das spoilert man nicht und ihr könnt so ein bisschen die Grafik sehen. Da haben sie ordentlich schon bei der Grafik dran geschraubt. Aber ab und zu gibt es so kleine Bugs, wo, dass die Haare zum Beispiel in die Kleidung ringen. Müsst ihr mal gucken. Krieger, macht euch bereit! Was muss ich tun, damit du verschwindest? Ist wohl jemand aufgewacht? Was wir hier machen, ist sowieso erstmal egal. Werdet ihr gleich sehen. Deswegen. Und wir müssen jetzt mal einen neuen suchen. Ganz ruhig. Bringt es einfach zu Ende. Alle bis auf eine. Kommt die Ausgestoßene? Sie war hinter mir. Sie sah stark aus. Du bist die Letzte. Kannst von hier aus auch laufen. Bast wird gewinnen oder Vala. Du wirst zur Kriegerin, wenn du zum Ziel gelangst. Oh, warte, das ist ein alter Pfad. Dort sind zwei gestorben. Er fällt auseinander. Besser Letzte sein, als zu sterben.
hast du gedacht. Ho, 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 ho! Bei der Urmutter ist sie irre! Sie bringt sich noch um! Es wird nicht leichter! Du bist verrückt, wenn du da lang gehst! Das war's. Jetzt geht's nur noch bleib vorwärts. Jetzt da stehen. Kehr einfach um und klettere zurück. Wer führt? Ich sehe nicht! Lass es sein. Warf! Und Vala ist direkt dahinter. Jetzt mach schon! Schneller! Nicht nachlassen! Oh, hey, ich muss weitermachen! Die Aufgestoßene! Auf dem alten Pfad? Ist sie irre? Gut, ich hol auf! Da! Die Aufgestoßene holt auf! Wie ist sie darauf gekommen? Oh, geschafft! Jetzt mach schon! Beeilung! Weiter so! Die Steuerung geht auch butterweich von der Hand. So wie damals. Na, die haben schon Maßstäbe gesetzt, Guerilla Games, mit dem Spiel. Ich war am Anfang skeptisch. Also ich hab mich auf das Spiel gefreut. Aber ich hatte die Wildnis. Präzision. Aber ich war skeptisch, weil Guerilla hat ja vorher nur Killzone und so gemacht und das ist ja was anderes von einem Shooter zu einem Open-World-Game. Aber die Videos und alles, was sie vorher abgezeigt haben, sahen recht geil aus. Sie werden mich nicht schlagen. Ach, fuck. Verdammt. Ich habe außerdem doppelt gedrückt. Und da war ich so ein bisschen skeptisch. Aber wo ich damals Horizon Zero Dawn das erste Mal gespielt habe, in den ersten paar Minuten, ey. Ich war so geflasht und hin und weg und ich habe hier alles gemacht, was man machen konnte, Jagd gesammelt. Hab mir dann auch das DLC gekauft, ich weiß ja nicht, was hat das damals gekostet, 19 Euro oder sowas, ich bin mir jetzt nicht so sicher. Hatte ich aber damals einen Screenshot gepostet, dass ich es vorbestellt hatte. Aber ich hatte die Wildnis. Präzision. Nicht genug. Also DLC. Los, sei perfekt. Die Story-Erweiterung vom DLC, die hat dann auch echt Sinn gemacht. Und hat nur noch mehr Neugier drauf geschürt. Auf den nächsten Horizon spielen. Vernichtet die Schänder! Es sind zu viele! Sie haben keine Chance! Komm runter! Wir schaffen das nicht! Urmutter, hilf uns! Weiter! Oh nein, da sind noch mehr! Da kommen noch mehr! Wie viele sind das? Nicht abhauen, kämpfen! Pass auf, da sind noch mehr! Hier ist ein bisschen hell. Seht ihr das? Wo ich das letzte Mal gespielt habe, war das nicht. Also ich habe ja das Tutorial das zweite Mal durch. Das ist das, was ich meine. Mal sieht ein Video gut aus, mal sieht es schlecht aus. Und das war beim ersten, wie gesagt, beim ersten Mal Tutorial spielen, wo der Ton halt ein bisschen doof ist, so echolastig. War das definitiv nicht. Der Rotschopf.
stirb jetzt! So darf es kämpfen! Mann! Mann, wieder falsch. Wartet schon, oder was? Eigentlich passiert doch noch was. Eigentlich sollte hier jetzt was ausgelöst werden. Kein Platz mehr. Das ist so falsch, dass mir das hier angezeigt wird. Ich brauche die richtige Munition. Das sind auch nicht. Also normalerweise kommt hier noch einer angeschissen. Ah, ich habe den Anführer jetzt gelootet. Normalerweise liegt er nämlich hier unten. Fokus. So, jetzt kommen wir zu dem Mutterberg. Wir haben jetzt keine Ausrüstung mehr. Die müssen wir uns erst einmal suchen. Die war. Bevor der Blutverlust zu groß war. Aber warum ist niemand hier? Wo war denn das? Nee, Quatsch. Wir kommen hier raus. So, dann müssen wir hier lang. Dann müssen wir hier. Achso, wir haben jetzt unsere Ausrüstung wieder. Nee. Klamotten. Diesen kaputten Fokus, den ich diesem Mörder abgenommen habe. Wo ist das alles? War doch eigentlich hier in dem oder war im nächsten Raum? Das ist schon so lange her, dass ich sie gespielt habe. Tor öffnen. So, dann ist es. Ich empfange eine Art Signal. Ich habe durch dieses schnelle Rennen nicht. Manchmal ein bisschen doof, wenn sie gleich anfangen zu sprinten. Gerade bei so Sachen, wenn man hier nur ein paar Meter läuft. So, ich will euch nicht spoilern. So, hier siehst du. Und hier müsst ihr hin. Praktisch, ihr nehmt euren Bogen hier auf und euer Zeug. Dann kommt hier die Mutter. Ja, die will mit euch da geradeaus. Geht nicht geradeaus, geht hier lang. Zu dieser Tür. Die könnt ihr noch nicht öffnen. Oder werdet auch nie öffnen können. Aber hier. Mit Viereck hinducken. Durchgehen. Nach rechts. Immer geradeaus durch. Wieder rechts. Geradeaus durch. So. Und hier habt ihr eine Energiezelle. Die nimmt da auf. Eine Art Energie. So. Unentdeckt können wir alles noch nicht machen. Inventar.
ganz unten? Nee. Ja, hier muss irgendwo die Energiezelle sein. Oder war die bei anderen, nicht bei Rohstoffen, sondern bei anderen Sachen drin? Ah, hier ist er. Hier ist die Energiezelle. Ein Questobjekt. Man könnte auch eine Quest dann aktivieren und die zeigt euch dann auch, wo ihr hin müsst. Glaube ich, so war das doch. Wozu die wohl gut ist. Und das war doch schon, was wir hier erledigen müssen. Warum sind wir hier? Dann können wir jetzt ganz normal die Hauptstory weitermachen. Du warst dem Tod nah. So, die erklärt und bei seiner jetzt, Mutter zu sterben ist heilig. Dass Langs wir halt keine Mutter hatten. Nicht, aber Jessa stimmt mir zu. Meine Mutter hier? Werde ich sie sehen? Es ist kompliziert. Bitte komm einfach mit. Da habe ich mir am Anfang auch keinen Reim draus gemacht. Das erklärt sich alles viel, viel später in der Story. Auf die Haare. Das sollte lass doch unmöglich mal sein. Deine Mutter ist keine Frau, Aloy. Der Berg ist deine Mutter. Ich... Was? Was meinst du denn damit? Komm. Was ist das hier? Da könnt ihr jetzt sehen, dass die reinbacken ab und zu in die Klamotten. Die große Kammer, in der die Urmutter den Metall... Ich spiele extra den Anfang hier, damit ihr halt... ...dass wir ein paar Videosequenzen haben halt und hier kommen halt viele hintereinander. Aloy, das Erprobungsmassaker dass war ihr seht, dass manche Videos gut aussehen und dass es doch mal sein kann, dass er halt scheiße aussieht. Und ich weiß, ich schwöre euch, beim ersten Mal durch Tutorial durchspielen... Nun, wo der Ton scheiße war gestern, was ich auf jeden Fall da war, alles. Das Video, was eben so weiß war, definitiv und nicht. Hier so. Haben wir dich gefunden. Du hast geschrien. Wir sahen nach und da warst du. Ich lag da einfach? Ja. Meinst, ich kann durch diese Tür? Daran habe ich immer fest geglaubt, dass du dem Leib des Bergs entsprungen bist. Es war ein Geschenk der Urmutter selbst. Doch andere, wie Lansra, sahen dahinter vielmehr eine dunkle Macht. Kein Geschenk, einen Fluch. Aber das ist keine Göttin. Aloy! Das ist eine Tür. Mit Leuten dahinter. Meine Mutter? Oh! Oh. Identi-Scan wird durchgeführt. Die Göttin spricht. Wie die Frau, die ich sah. Fehler. Alpha Registry beschädigt. Identität nicht bestätigt. Nein, nein, nein. Zutritt verweigert. Nein. Bitte.
Aloy, die Urmutter sprach mit dir, als ob sie dich kennt. Hast du nicht zugehört? Sie hat mich nicht erkannt. Wegen der Verderbnis. Das waren ihre Worte. Also, wenn du die Verderbnis heilst, wird sie dich erkennen. Und wie sollte das gehen? Du hattest Visionen? Von einer Frau mit kurzem Haar? Ja, die Mörder wollten mich, weil ich wie sie aussehe. Aber sie sind unüberwindlich. Haben wir denn keine andere Spur? Olin. Er war einer der Fremden. Am Tag vor der Erprobung. Die Mörder sahen mich durch ihn. Er lebt im Meridian. Dann musst du das Heilige Land verlassen. Ich war immer eine Ausgestoßene. Warum nicht auch Verbannte? Psst, es geht auch anders. Komm, dann machen wir es so. Du sagtest, der Stamm könnte ausgerottet werden. Wie kommt das? Nach dem Massaker bei der Erprobung schickten wir einen großen Kriegstrupp nach den Mördern aus. Mehr als die Hälfte starben. Oh. Wie wurde der Kriegstrupp besiegt? Die Mörder kämpfen nicht allein. Auf irgendeine Art beherrschen sie die Maschinen, verderben sie, machen sie verrückt. Die Mörder sind geflohen? Ja. Und jetzt fällt meinen Mitstammmüttern nur noch ein, die Hymne der Buße zu singen und die Urmutter um Gnade zu bitten. Als ob sie nicht will, dass wir uns selbst helfen. Und was ist dein Plan? Dies hier ist mein Plan. Dir deinen Geburtsort zu zeigen, damit du deinem muttergegebenen Schicksal folgen kannst. Die anderen Stammmütter warten auf uns. Lass mich reden. Ist es getan? Ja. Sie weiß es. Schwestern, die Göttin hat zu Aloy gesprochen. Sie soll die Verderbnis heilen. Ha! Und wie soll sie es machen? Sie muss dazu unser heiliges Land verlassen. Als Sucherin? Wenn die Göttin es so will, muss es sein. Ihr nennt dieses Ding eine Sucherin? Schwester! Ich bitte dich, Lansra, sei vernünftig. Das wird eure Sünde, nicht meine. Schickt sie suchen, auf dass wir sie nie wiedersehen. Aloy, bei der heiligen Gnade der Göttin weihen wir dich hiermit zur Sucherin des Nora-Stammes. Nichts steht deiner heiligen Aufgabe jetzt im Weg. Möge die Urmutter dich schützen und stützen. Bleib dir treu. Ich bereite die Hymne vor. Wir alle hoffen auf dich. Tirsa, was ist ein Sucher? Du. Und hier ist dein Zeichen. In Zeiten der Not können die Erzmütter einen Sucher weihen. Einen würdigen Krieger, der große Ziele erreichen soll. Wo auch immer diese Ziele ihn hinführen. Auch außerhalb des Heiligen Landes? Ja. Und mit dem Recht, nachher wieder zurückzukehren. Oder wenn es notwendig wird. Zuerst, wenn die... So, wir machen jetzt immer hier schnell. So. Nora-Gläubige, wir wollen beginnen. Reinigt euer Herz. Jetzt geht da auch nochmal hier mit Regen. Bitten wir um Vergebung für die Sünden, die uns ins Elend gestürzt haben. Wenn die Stammmütter... Jetzt zeigt er doch langsam mit dem Schnellrennen ein bisschen raus. Wir einstimmen. Weil den Stick immer zu weit drin gedrückt hat. Überlebt. Die Ausgestoßene. Sie hat es also überlebt. Sie hat viele gerettet. Sie ist ein Glück für den Stamm. So.
kommen wir nicht raus. Aloy! Ignoriere sie. Setz den Bericht fort. Es soll im Becken. Ich muss durch das Tor. Und seit wann interessiert. Ich. Und ich. Ich muss durch das Tor. Und seit wann. Seit ich eine Suche. Du. Ist schlimm, wenn du. Wie kannst du. Und jeder von. Rush. Ruhe. Und ich eine Suche. Krieger! Macht euch bereit! Wir bekämpfen einen Fluch! Einen Dämon! Das müssen wir. Ruhe, Mutter, gib uns Kraft! Es ist soweit. Bereit machen, es kommen hier gleich welche. Da kommt er. Anders! Passt auf die Läufer auf! Sie sind verrückt geworden! Einer von ihnen war unter den Mördern bei der Erprobung. Für die Göttin. Ich kann ja andere Maschinen. Wie machst du das? Zeig's mir. Aloy, wie hast du das gemacht? Ich verdammt. Ganz ich wusste, aber ich glaube, das muss. So. Krieger, das Tor muss sofort repariert werden. Und wenn ihr es zusammenflicken müsst, macht hin! Wo liegt er denn jetzt? Ne? Sie verfügbar. Ach, hier liegt er. Oh, ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Inventar. Spulen. Ich habe eigentlich nur gute Spulen. Hatte jetzt. Das ist eine blaue. 27% Verderbnis. Okay. 27% Verderbnis. So, dann. Ich habe keinen Platz. Das kann man in den Beutel herstellen, oder? Nee, immer noch nicht. Reichhaltiges Fleisch fehlt mir jetzt noch. Zwehe. Und fettes Fleisch 6. Okay. Warte mal, haben wir hier noch ein Lagerfeuer irgendwie? Ah, hier draußen. Ich muss dieses Gerät testen. Ich will wissen, was es kann. So, dann haben wir hier einen Händler. So, wir können hier Waffen kaufen. Brauche ich nicht. Outfits, die gleichen wie wir eben hatten. Rohstoffe, logischerweise. Ah. Munition. So. Und verkaufen, hier können wir auch alles verkaufen. Aber momentan. Ja, wir haben ja auch noch hier. Nee, wo war das? Gib diesen Gutschein einem Händler, um besondere Bonusgegenstände zu erhalten. Beim Stern ist das da. Jetzt nochmal den Händlern quatschen.
uns nicht mal angezeigt. Na, vielleicht kommt es später noch. So, da sollen wir jetzt hin. Hier haben wir ein Ausrufezeichen. Brom! Hier ist Dolara, deine Schwester! Auch die Nebenquests lohnen sich. Oh. Bist du da draußen? Meine Fuchs erledigt. Sehr nahrhaft. Brom, kannst du mich hören? Da ist ein Vogel, nee, ein Fisch. So, da ist noch was. Und erwischt. Ah, und fettiges Fleisch und. Ah, dann geht doch. Nee, machen wir jetzt mal nicht. Wir nehmen nämlich schon fast anderthalb Stunden auf. Sein. Ich brauche Und sie steckt Hilfe. In der Klemme. Ich kann nicht runter. So, hilf mir doch jemand! Wir sind jetzt mal gemein und machen das nicht. Läufer, an ihnen kann ich das Überbrückungsgerät testen. Ich muss leise sein. Nach allem, was ich durchgemacht habe, soll mich keine panische Herde überrennen. Leise. Okay, dann mal los. Und überbrücken. Und jetzt mach schon. Es hat geklappt. Er ist nicht feindselig. Na also, braver Junge. Das ist schon besser. Arten überbrücken. Man kann vermutlich nicht alle halten, aber vielleicht finde ich eine Verwendung für sie. So, jetzt müssen wir mal gucken, da ich die ja gleich angegangen bin. Genau, hier gibt es nichts zu sehen. Wird es nicht wärmer. Ach, hat meiner. Danke, dass du mich vor diesen Maschinen gerettet hast. So, muss ich mal reparieren. Kann ich kurz mit dir reden? Ja, klar, mach mal. Ich sabbel mir mal was vor. Danke. Ich dachte schon, dir wäre dein Verdacht dich. Wirklich? Sucht. Oh nein. So. So, die hatte ich schon freigeschalten, aber konnte ich nicht benutzen, die Fähigkeiten. Ah, okay. Thank you.
können später auch noch andere Maschinen beherrschen und fliegen. Aber ich will hier mal wissen, wo war denn hier noch? Wo war denn hier noch diese Scheißstatue? War da nicht unten noch eine? Ja, das ist der Händler, den müsst ihr anquatschen. Da kriegt ihr euer Goldnet. Hier, bei Rohstoffen habt ihr dann ihr Schnellreisepaket. Wie gesagt, das kostet jedes Mal zwei Scherben, zwei Schrauben. Auf ihr Deutsch gesagt. Und eine Goldene, ich weiß es nicht mehr, was es damals gekostet hat. 150 Scherben oder so? Ich bin mir jetzt nicht so sicher. Jedenfalls lohnt es sich, auf Dauer dieses goldene Schnellreisepaket sich zu holen. Ja, man will, was wir haben, haben wir, was wir kriegen, wissen wir nicht. Die Kartenfundorte, die hatte ich eigentlich schon mal gekauft. Aber, naja, das wurde dann wohl bei Neues Spiel Plus nicht übernommen. So. Kampfgeräusche, direkt vor den Toren? Die Tore scheinen zerstört zu sein. Vorsichtig! Holt es näher ran! Näher! Wahl, nicht wahr? Erzmut. Die Hauptstadt ist. Nein. Falls ich schaffe. Der Weg. Wir haben keinen Kriegsherrn, der uns führt. Hier sieht das Fell auch besser aus als bei Ross. Nur weil Sona verschwunden ist. Der ist ja jetzt. Ich sollte jetzt gehen. Aloy, der Stamm braucht ihre Führung. Ich würde sie selbst suchen, aber. Wo war sie zuletzt? Am Ort. Dort kann. Ich verstehe. So. Achso, ich wollte noch ein Lagerfeuer hier vorne. Hier ist es. Die Göttin schütze dich. Und jetzt haben wir schon die ersten Sachen, die wir machen sollen. Hier ist eine Metallblume. Das. Weil wir haben uns jetzt die Karte hier geholt. Jetzt zeigt er uns das alles an. Aber auch nur da und nicht hier oben. Weil das, wie gesagt, vom DLC ist. Da gibt es dann da oben nochmal extra. Das sind schon mal die ersten Sammelsachen, die wir jetzt hier haben. Zu Hause, dass er das alles gebaut hat. Allein. Ach, hier. So viele Erinnerungen. Das ist nicht mehr mein Zuhause. Nicht ohne Rust. Hier gibt es nichts mehr für mich. Das hat Eindruck hinterlassen. Wieso stehen denn die hier wieder? Habe ich die vorhin nicht richtig kaputt gemacht? Die Hälfte steht wieder. Jetzt automatisch um. Muss man nicht verstehen. Ich konnte das Heilige Land nicht verlassen, ohne dich zu sehen, als du lebwohl sagtest. Da ließ ich dich zu schnell gehen. Ich dachte nicht, dass ich dich zum letzten Mal. Jetzt habt ihr gerade gesehen, da die Haare. Würde. Durch den Schal, durch den Hals. Ich hab nur so stark getan.
Ich hätte wissen müssen, dass du bei der Erprobung... Das ist aber auch nicht immer. ...über mich wachst. Aber ich denke mal, über so kleine Bugs kann man hinwegsehen. Und das ist ja gerade mal released worden, das Spiel. Da wird es noch einige Updates geben, die dann so eine Sachen dann verbessern. Letztes Mal. Danke, Rost. Ich werde dein Geschenk nicht vergeuden. Versprochen. Ich mach dich stolz. Ich hab versucht, dahinter zu kommen, aber nichts ergibt Sinn. Die Mörder wollten mich, weil ich so aussehe wie diese Frau. Älter, mit kurzem Haar. Aber warum und wo ist die Verbindung? Wenn sie meine Mutter ist, sie sieht nicht nach Nora aus. Ich habe schon viele Videos, aber es gibt. Wenn sie im Berg lebt. Und bin schon woher wussten eine die Stunde 40 im Vergleich. Je mehr ich erfahre, desto weniger verstehe ich. Na, das. Ich muss Olin irgendwie. Tja. Machen wir jetzt hier schnell weg. So. Metallblume. Gehen wir mal zu dem Lagerfeuer. Eigentlich habe ich hier jetzt alle kaputt gemacht. Oben noch mal gucken bei dem anderen Händler. So, war hier auch noch was? Ah, da. Hier ist der Händler. So. Ich habe gedacht, dass ich euch das noch zeigen kann, wo die alle jetzt sind. Aber ich habe wohl ihn wieder vergessen, wo der sein soll. Ich glaube, hier oben war noch einer. Wildschwein. Wo? Wo ist das Wildschwein? Da. Dich will ich haben, mein Freund. Wo bist du denn da? Ach, hier, das Ding steht auch wieder. Vielleicht jetzt. Saal sagte, dass Kriegsherrin Sumna die Mörder von der Erprobung verfolgt hat. Vielleicht sollte ich versuchen, sie zu finden. Am Jagen war ich immer recht gut. Die Spur endet hier. Bestimmt hat er den Fluss überquert. Ich sollte drüben nachsehen. Da ist ein Hase. Und den habe ich auch erledigt. Schön. Ach, ein Kadaver. Okay. So. Herstellen. Und jetzt gucken wir mal.
Jetzt fehlen mir Scherben oder was? Wollte ich mich verarschen? Habe ich zu viel ausgegeben? Ja, 27 Scherben habe ich noch. Ich habe zu viel ausgegeben. So. Eine Scherbe. Gut. Dann hätte ich mal wohl doch nicht so viel ausgeben müssen. Ey. Mist. Jetzt 28. Ja, da muss ich dann wieder ordentlich sammeln oder verkaufen. Wird dann aber die, was ich verkaufen kann. Da unten, da. Ein ganzes Leben. Nur, dass ich euch das mal zeigen kann. Die Welt ist größer geworden, aber auch gefährlicher. So. Verkaufen. Was haben wir denn? Ich will eigentlich keine Modifikation verkaufen. Ich habe eine gute und die will ich eigentlich behalten. Rohstoffe. Ja, das. So. Bitte nicht. Ja, mit 3 könnt ihr dann halt auch mehrere Sachen markieren und mit ihr mal verkaufen. So. Und dann können wir jetzt herstellen. So. Und jetzt brauchen wir halt noch einmal Dachsfleisch. Alles andere haben wir. Wir brauchen halt nur dieses eine Mal Dachsfleisch. Und dann ist der auf, also es wäre dann Stufe 3. Und bis Stufe 4 gehen die alle, also wird das dann auch nur bis Stufe 4 gehen. Hier brauche ich dann noch 2 Mal Fleisch und dann haben wir das auch. So. Gehen wir nochmal zum Lagerfeuer und speichern. Aber ihr seht, ich habe die Trophäe jetzt nicht gekriegt, dass ich halt einen Beutel auf 100% habe. Oh, manuell. Ich mache mal sicherheitshalber auch noch manuell. So, stellen wir uns mal neben das Feuer hier. Oder machen wir so. Sieht doch ein bisschen geil aus. Also Grafik, Sound ist klasse. Habt ihr jetzt selber gesehen. Vom Spiel Bewegung, flüssig, leicht, alles super. Die Videosequenzen habt ihr auch gesehen. Mal funktionieren sie, mal hat man dann halt so einen Fehler. Also beim ersten Mal hatte ich nicht so einen krassen Fehler, dass es so überlichtet war. Aber halt, ja, Kanten flimmern oder flackern oder so. Das hatte ich beim ersten Mal. Aber nicht so krass. Es kommen auch noch Updates. Ich denke mal, da werden sie dann auch schnell, relativ schnell so eine Sachen verbessern. Wie gesagt, es ist für Leute, die schon mal durch, also die
nochmal spielen wollen, ist es interessant. Der 10-Euro-Upgrade. Wer denkt, dass er so wie bei Horizon oder Ghost of Tsushima, Spider-Man, dass man da eine schnelle Platin machen kann, einfach 10 Euro ausgeben, bumm, und dann wird die Platin freischalten. Das funktioniert nicht. Ich weiß nicht, wie es sich im Laufe des Spiels verhält, wenn man Spielstand Plus nimmt, und man kann es importieren. Vielleicht ist es jetzt auch nur momentan ein Bug, dass es nicht geht. Kann auch sein. Man kann halt den Spielstand importieren, aber ich weiß noch nicht, wie es sich verhält mit den Trophäen, dass man einen Beutel fertig oder auf 100% bringt, also Stufe 4 und bestimmte Klamotten und bestimmte Waffen und so. Das habe ich ja alles schon. Also das kann ich jetzt nicht sagen, wie sich das verhält zu später. Da müssen wir uns dann erstmal überraschen lassen. Aber es hat sich halt wirklich vieles getan in der Vegetation, im Licht. Also wir haben jetzt ein dynamisches Licht, die Wolken sehen besser aus, das Feuer sieht cool aus. Bei der alten Version war das ein bisschen heller alle dargestellt, auch die Sicht von Aloy war heller dargestellt, und das sehen wir ja jetzt hier. Das sieht wirklich fantastisch aus, außer dass man halt ab und zu das hat, dass die Haare so in die Klamotten reinbacken oder in den Hals reinbacken. Aber sonst sieht das echt wirklich sehr, sehr, sehr schön aus. Ja. Und es lohnt sich auf jeden Fall nochmal ein Durchspielen, wenn man die Zeit hat. Kann ich es echt nur empfehlen. Wer es noch gar nicht gespielt hat, eins der besten Spiele für die PlayStation. Und danach das neue spielen, also könnt ihr das durchsuchten und dann das neue Forbidden West. Absolut genial. Absolut genial, und das knüpft auch Forbidden West, also Teil 2 knüpft auch hier dran an. Ja, also ihr werdet in Forbidden West Leute wieder treffen, die ihr hier getroffen habt. Ich will jetzt da nicht so weit spoilern, da habe ich ja auch einen angezockt gemacht. Kann ich echt nur empfehlen. Absolute Kaufempfehlung für mich. Und vor allem für Leute, sehr interessant, die es noch nicht gespielt haben. Ja? So. Nichtsdestotrotz beende ich das jetzt hier nach fast 2 Stunden. Ich wollte gar nicht so lange machen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin.